Egal was du bist oder was du hast, du bist hier ist der Millionär gehockt, hier ist der Junkie gehockt, hier kann ich als Bauer hocken oder sonst noch irgendein Grümmschüler. Spielt keine Rolle. Wir wollen, dass am Freitag ein Festival läuft. Fertig. Ich bin Einheimischer vom Gurtau. Ja. Seit jeher hier oben aufgewachsen. Ich kann sagen, von hier. Hero, I don't wanna be a big man. Ich hatte das Privileg, dass ich während der Showdays eigentlich nie haben müssen werken, außer wenn ein Unfall war, wenn ein WC überlaufen ist oder sonst irgendein Generator ausgestiegen ist. Dann habe ich gearbeitet, aber während der Showdays habe ich eigentlich immer frei gehabt und konnte das Festival genießen. Jetzt wäre die Weise also kurz, matt und schon braun, wahrscheinlich, weil man es relativ stark beansprucht. Dieses Jahr ist das Gras so weit, dass ich es schon bald wieder schneiden kann. Also ich werde sicher dieses Jahr sehr, sehr viel Futter haben. Es tut sicher der Weise gut, so wie im Rasen hier oben auch, dass ich dieses Jahr erholen kann. Aber er wird auch nächstes Jahr, wenn man das wieder so beansprucht, wird es kaputt gehen. Wir werden es nächstes Jahr auch wieder müssen flicken. Aber sicher, die Natur findet das nicht so schlecht, dass es mal nicht ist. Hier hoch ist die Zeltbühne. Geht gerade hier rauf. Hier vor von diesem Baum, der drinnen, wo du noch rüberkommst. Von diesem Baum bis etwa hier, gerade hier rauf, ist die Zeltbühne. Und dann sind hier die ganzen Foodstände. Und hier hinten vorne, es ist dann wirklich bis da, fast hinter dem Hof, haben wir letztes Jahr die Sleepingzone gemacht, weil wir halt hier oben ehrlich die Flachblitze haben gebraucht für die Zeltbühne. Ich mache den nicht verrückt, der hat Pech gehabt. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, sie suchen sie, gehen schauen. Also, wenn das Konzert läuft auf der Zeltbühne, ist die Weit nebendran. Dann gehen sie schauen, stehen am Zaun und schauen, ich, was dort abgeht mit der Lichtshow. Und handkrumm, wenn es zu laut wird, gehen sie hinten, dort, bis ein Wald hinten. Und dort ist es dann recht ruhig. Es ist für mich, ja, seit 30, fast 30 Jahren gehört es dazu. Ist Jahr für Jahr gekommen, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen. Jetzt ist halt immer so eine. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr rum wird sein. Und sicher auch für mich finanziell nicht sehr interessant, weil ich ja hier oben einen Verpflegungsstand habe, wo ich das Fleisch von meinen Tieren kann vermarkten kann. Darum habe ich nicht sehr gefreut, dass es nicht ist. Ja. Und ich werde sicher, solange ich irgendwie kann, mithelfen und dorthin gehen. Auch wenn ich sicher nicht der klassische Konzertgänger bin.